Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Video. In diesem Video beschäftigen wir uns mit Monster Hunter World und zwar mit der Gunlance. Die Gunlance ist eine ziemlich starke Waffe, die ähnlich wie das Großschwert gespielt wird. Das bedeutet, ihr weicht das Monster die ganze Zeit aus, bis ihr eine freie Gelegenheit seht, um das Monster anzugreifen. Dann macht ihr die Combo, womit ihr dann angreift. Dreieck, Dreieck, Kreis und dann nochmal Kreis. Jetzt zum Beispiel habe ich gerade gefailt. Die Munition war nicht voll genug, das müssen wir jetzt nochmal machen. Also wieder ausweichen, angreifen, Dreieck, Dreieck und Kreis, nochmal Kreis und nochmal Kreis. Ihr seht, ihr schießt ein Projektil in den Körper des Monsters, was wiederum explodiert. Dann gibt es nochmal den Schnellfeuermode. Den Schnellfeuermode macht ihr eigentlich ganz einfach. Ihr dürft nicht blocken, ihr müsst die ganze Zeit Kreis drücken. Und nachdem ihr Kreis gedrückt habt, drückt ihr dann sofort R2 und Kreis gleichzeitig. Dann ladet ihr nämlich richtig schnell nach. Ich werde das jetzt einmal ganz kurz zeigen. Zack. Und jetzt wieder. Und ihr seht, das wiederholt sich die ganze Zeit. Ihr könnt das unendlich weit machen, weil ihr sofort nach jedem Schuss sofort wieder nachladet. Wenn ihr aus der Verteidigung aus nachladet, seht ihr gerade, dauert das Nachladen wesentlich länger als sonst. Deswegen macht immer nach einem Schuss diese Kombination mit R2 und Kreis gleichzeitig drücken. Der Schnellfeuermodus wird uns aber nicht weiter interessieren, da wir eigentlich nur mit der Beginnerrote angreifen, da diese am meisten Schaden macht und wir auch wieder schnell die Waffe wegstecken müssen, um agil zu sein. Da wir in den Schildmodus, also wenn wir jetzt zum Beispiel blocken, nicht schnell sind. Wenn das Monster am Boden liegt, macht ihr diesen Angriff. Aus dem Block heraus Dreieck und Kreis. Jetzt seht ihr, die Waffe zum Beispiel fängt an zu leuchten und solange diese Waffe leuchtet, ist sie überhitzt und ihr könnt diesen Angriff nicht nochmal machen. Ist die Waffe nicht mehr am Leuchten? Dann könnt ihr diesen Angriff wieder machen. Ja, und mehr ist das nicht. Ich hoffe, für euch war das Video informativ, würde mich über Feedback und eine Bewertung freuen und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.